Okay. Ey, kannst du dich mal konzentrieren? Ja, ich konzentriere mich. Wir sind hier am Set für was eigentlich? Wir machen eine neue Boyband und ich bin der Boy. Der Song heißt Stay Together. Hör mal, ganz kurze Frage, was frisst du zum Frühstück? Aber dann esse ich genau dasselbe. Du bist ja eine Megakante. Meine Eltern waren Leistungssportler im Osten, weißt du? Oh. Und da werden die Kinder mal ein bisschen größer. Nein, wir, ja, also, zeig mal den Arm. Zeig mal den Arm! Ach, das so meinst du? Ja, ach so. Das ist schwierig hier. Das was machst du, dass du so aussiehst? Nicht so viel wie du anscheinend. Ich versuche schon so 5 bis 6 Mal die Woche ein bisschen zu trainieren. Ich versuche aber ein variables Training zu machen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht nur an die Geräte, sondern laufe auch, mache mein Bodyweight-Training, hänge mich gerne auch mal an die TRX-Bänder. Mhm. Ich boxe sehr, sehr gerne und ja, so wird es mir auch nicht langweilig, weil ich versuche immer irgendwie neue Impulse zu setzen. Warum Bodyweight-Training? Warum... Ich bin relativ viel unterwegs aufgrund meines Jobs und von daher ist es oft so, dass du dann in irgendwelchen Hotels bist, die dann einfach auch nicht so die Trainingsmöglichkeiten haben. Mhm. Und dementsprechend, meinen Körper habe ich immer bei mir. Inzwischen gibt es wunderbare Anleitungen und es gibt tolle Übungen, die du unkompliziert zu Hause machen kannst oder eben auch in einem Hotelzimmer. Du brauchst nicht viel Platz und deswegen finde ich das extrem effektiv. Und er ist der lebende Beweis dafür, dass du mit Bodyweight-Training auch Erfolge haben kannst. Viele sagen ja, das ist so eine Art Frauentraining und es fordert eigentlich richtig. Ich gehe nur an die schweren Gewichte, aber man hat halt nicht immer ein Gym um die Ecke. Man ist nicht in jedem Club Mitglied. Im Hotel-Gym ist manchmal auch eine Katastrophe. Da steht dann ein Gym und dann steht nur ein Laufband drin. Und mit dem Körper kannst du viel machen. Ja. Und das finde ich schon echt... erstaunlich, was da möglich ist, was du erreichen kannst damit und wie motivierst du dich dafür? Also, ich habe mir so, dass du morgens, du stehst morgen auf oder bist im Hotel, musst irgendwie hast den nächsten Termin um 8 Uhr und jetzt sagst du, okay, ich muss noch ein Training machen. Wie machst du es, dass du loslegst? Also erstens mache ich Sport schon relativ lange. Natürlich habe ich auch meine Phasen, wo ich das Gefühl habe, boah, ich habe keinen Bock, aber dann gibt es eben so kleine Tricks, dass man eben sagt, pass auf, jetzt stelle ich mir meinen Wecker, die Uhrzeit und stelle mir aber schon irgendwie mein Sportzeug raus. Okay. Oder ja, ich versuche einfach langsam reinzukommen, wenn ich dann mal keine Lust haben sollte. Aber schlussendlich arbeite ich natürlich auch, sage ich mal, mit dem Körper, mit dem Äußeren, aufgrund dessen, dass ich jeden Tag vor der Kamera stehe. Ich bin auch eine eitle Socke. Ja? Und dementsprechend finde ich aber auch, dass die Eitelkeit nicht immer nur belegt werden darf mit Negativen, sondern Eitelkeit heißt ja schlussendlich auch, dass man was für sich tut, dass man bewusst ist und so gehe ich auch anders in den Tag hinein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss meinen Sport morgens machen, abends kriege ich das nicht auf die Reihe, da habe ich dann keine Lust mehr. Also deswegen mache ich das morgen und dann ist es erledigt. Ich finde auch immer, dass Körper und Geist sind irgendwo eine Einheit. Ja? Also wer seinen Körper nicht pflegt oder nichts für seinen Körper macht, und nur am Schreibtisch sitzt und sowas, da geht auch dieses Körpergefühl so ein bisschen verloren. Ja? Man hängt dann eigentlich nur noch in seinen Körper drin. Man nutzt sein Hirn die ganze Zeit, fordert sich da die ganze Zeit und seinen Körper lässt man irgendwo links liegen. Und ich finde, es gehört beides zusammen, um sich wohlzufühlen einfach. Ja? Das finde ich persönlich so. Ja, es hat so schön Mensana in Compore Sano, oder? Wie heißt das? Ja, im gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Irgendwie so. Aber irgendwo, das gehört schon irgendwo ein Stück weit einher. Also da muss man einfach auch ein bisschen Zeit investieren. Aber du kannst, also ich meine, mein Bodyweight-Training dauert eigentlich nicht länger als 10 bis 20 Minuten und dann ist das Thema erledigt. Aber in dieser Zeit versuche ich einfach eine gewisse Intensität reinzulegen und dann passt das auch. Also ich muss nicht stundenlang irgendwie durch den Wald laufen. Mache ich auch ab und zu ganz gerne, aber eher so um den Kopf frei zu machen. Also ich trainiere eigentlich nicht mehr als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Tag. Hast du so ein, zwei Übungen, wo du sagst, die würde ich euch mit auf den Weg geben, die findest du am effektivsten oder genießt du das bei Bodyweight-Training eigentlich, dass du so eine Übungsvielfalt hast, dass du da immer hin und her wechselst? Schlussendlich sind es auch beim Bodyweight-Training für mich so ein Stück weit die Standardübungen, die wir eigentlich alle kennen. Du machst wahnsinnig viel in der Liegestützposition. Du kannst deine Liegestützen machen, die kannst du aber auch variabel gestalten, indem du die Arme einfach unterschiedlich legst. Du kannst die Beine anheben und hast so eine Mobilität im Rumpfbereich. Das heißt, du trainierst auch die Bauchmuskeln. Du kannst so wahnsinnig viel machen mit ganz einfachen Basisübungen. Squats sind immer gut.
klar, wenn du jetzt halt keine Gewichte dabei hast, dann machst du halt irgendwie 50, was weiß ich, oder 100 Squats oder so und dann hast du trotzdem was getan. Auch da immer versuchen darauf zu achten, dass man eben sauber arbeitet und dann hast du die Intensität, ne? Habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, so sieht es aus. Ja. Also, weiter am Ball bleiben, ne, ihr Lieben. Haut rein. Schön, dass ihr Zeit genommen habt. Sportliche Grüße. Warte! Guck mal, da steht eine Leiter, eigentlich hätte ich die benutzen sollen. Du willst dich darauf stellen! Ja, ich stelle mich darauf stellen!